Pennymarkt-Reportage ist ein Riesenhype im Internet, ist total viral gegangen. Die Leute haben tausende Fragen. Hast du damit gerechnet, dass es so ein Hype gibt? Nee, ich glaube, damit hat keiner gerechnet und das wäre auch gelogen, wenn man das behauptet. Das kann man nicht prognostizieren, das ist wie bei jedem Spielfilm letztendlich auch. Also man erschafft da irgendwas in der Hoffnung, dass das gut ankommt und erst ganz am Ende weiß man, ob das irgendwie funktioniert. Und so den ersten Indikator dafür hatte ich am Abend der Ausstrahlung, als tatsächlich so Kollegen mir dann Nachrichten geschrieben haben, per SMS etc. Und die halten sich normalerweise immer sehr zurück mit Lob, ja. Und da dachte ich schon, das könnte funktionieren. Wenn es dunkel ist auf der Reeperbahn, endet die Sperrstunde. Gegenüber vom Straßenstrich, neben Piepshows, Stripläden und Dessous-Geschäften, hat auch ein Supermarkt geöffnet. Jeden Tag im Jahr bis 23 Uhr, auch am Sonntag. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Pennymarkt aufzusuchen, eine Reportage über diesen Markt zu machen? Das ist schnell erzählt. Ich wohne vis-à-vis, also keine 200 Meter entfernt auf der anderen Straßenseite auf dem Hans-Albers-Platz und bin dort selber als Kunde immer einkaufen gegangen. Und fast jedes Mal, wenn ich den Supermarkt betreten habe, gab es irgendeine skurrile Geschichte, einen schrägen Vogel, der da aufgetaucht ist. Und aufgrund dieser Erlebnisse habe ich mir gedacht, also das wäre doch mal ein tolles Filmprojekt. Und das ist einfach so, man sagt ja immer, die Geschichten liegen auf der Straße und das stimmt einfach auch. Heute mein 15-jähriges Bühnenjubiläum und da braucht man eben halt sowas. Um die Uhrzeit feiern Sie Bühnenjubiläum? Nein, um diese Uhrzeit zwar noch nicht, aber nachher gleich, da erwarte ich noch einige Gäste und das soll dann kräftig begossen werden. Auf welcher Bühne standen Sie denn 15 Jahre lang? Auf verschiedenen Bühnen in ganz Deutschland mit der lichtelektronischen Bauchtanzshow. Bitte was? Lichtelektronischer Bauchtanz ist meine eigene Show. Künstlerin Christine Licht tanzt super im Markt. So viel Talent bleibt nicht lange unentdeckt. Was ist deine Lieblingsszene aus der Pennymarkt-Reportage? Also ich weiß nicht, das kennt man ja auch von sich selber, wenn man mal einen Spielfilm guckt oder eine Serie schaut. Dann sitzt man vor dem Fernseher und denkt irgendwie, meine Güte, irgendwie ist doch völlig unglaubwürdig, was da passiert, kann doch alles gar nicht sein. Und meine Erfahrung als Reporter ist aber die Wirklichkeit, die ist einfach viel absurder. Und dafür steht, finde ich, zum Beispiel eine Szene im dritten Teil über einen Mann, der den Geschäftsführer sprechen will. Und das ist eine Szene mit dann insgesamt 6 Personen und 3 verschiedenen Fällen, die losgeht. Und dann ineinander spielt und es kommt noch immer einer obendrauf und wir fangen das alles mit der Kamera ein und es wird von Minute zu Minute besser. Und sowas einfangen zu können als Reporter, das ist wie so ein Sechser im Lotto, das hat man nicht alle Tage. Bitte einmal ins Büro. Alkohol, zapp, 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 her damit. Bitte kaufen eine Wino. Bitte kaufen eine Wino. Nein. Sie sind beschuldigt in einem Strafverfahren. Ihnen wird Ladendiebstahl zur Last gelegt. Verstehen Sie das? Ich weg. Ich weiß nicht, können Sie den Herrn mal rausbitten, bitte? Das ist echt krass. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen, weil ich beleidigt worden bin. Ganz einfach. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen, weil ich hier beleidigt worden bin. Bezahlen Sie jetzt Ihre Ware. Das bestimmt Sie doch nicht, Sie arbeiten doch nicht hier, oder was? Ja, das ist mir ziemlich egal, ob Sie den Geschäftsführer sprechen wollen. Wenn der nicht mit Ihnen sprechen will, dann spricht er nicht mit Ihnen. Ich aber sage, ich bin beleidigt worden. Sie können den schriftlich beschweren, jetzt bezahlen Sie Ihre Ware. Also Sie können gleich eine Anzeige erstatten, aber das machen wir vorne. Hey! Hier, raus geht das. So, vor die Tür. Ja, ich lache mich bald mit euch in der Hose, verdammt nochmal. Geh mal lieber nach Hause. Was bitte? Ich werfe Ihnen jetzt vor, eine Beleidigung zu meinem Nachteil. Lassen Sie ihn doch mal los, er hat doch nichts getan. Lassen Sie den Mann los. So. Aber der Mann hat nichts getan. Wir führen hier eine polizeiliche Maßnahme durch. Sie sind gleich der Nächste, der bei mir in die Zelle geht. Also ich glaube, dass diese Szene exemplarisch für den Kiezianer steht. Denn der lässt sich nichts sagen, der lässt sich nichts vorschreiben und der respektiert auch die Ordnungsmacht nicht, sondern der entscheidet selber, was richtig und was falsch ist. Und das ist ganz typisch auf St. Pauli, dass die Leute sagen, was sie denken, dass sich nichts gefallen lassen. Jetzt ganz egal, ob das richtig oder falsch ist irgendwie, aber die haben einfach die Chuzpe, sich da hinzustellen und egal, wer da kommt, die halten dann notfalls erstmal dagegen. Ne? Wir müssen über Harald Krull sprechen. Thank you.
Ja, also Harald war und ist natürlich als Frauenbeschützer und Kapitän zur See mit dem Patent A, B, C und der 6 der ungekrönte Liebling der Zuschauer. Unvergessen auch die Szene, wie er sich dann immer wieder die 1,5 Liter Sangria Tetra Pak Flaschen da einverleibt hat, von den Obdachlosen auch liebevoll Pennerbombe genannt. Nach den Dreharbeiten ist er dann aber zunächst mal tatsächlich auch verschwunden und dann hielt sich relativ schnell hartnäckig das Gerücht, dass Harald leider wohl nicht mehr unter uns weilt und verstorben ist. Im Internet lässt sich auch eine Todesanzeige finden. Ob das jetzt alles aber Seemannsgarn ist oder ob er nicht vielleicht schon wieder auf großer Fahrt ist, also ich weiß es nicht. In jedem Fall kann man sagen, dass er sich mit dem Auftritt im Pennymarkt selber also ein Denkmal geschaffen hat und er ist eine stehende Legende. Ich denke, mehr kann man als christlicher Seefahrer nicht erreichen. Ich habe studiert, ich bin Captain zur See. Und habe mein Patent A, B und C und die 6. Ich fahre die großen Pelle. Ich bin immer noch Captain zur See. Ich habe das Patent 1, 2, 3 und die 6. Der selbsternannte Seemann ist im Eingang gestrandet. Was schön ist, dass seine Freundin in Anführungszeichen, die er damals beschützen wollte, als sie Hausverbot bekommen hat und deswegen von dem Wachmann ja auch zu Boden gebracht wurde, Inge, dass die noch existiert. Letzte Mal raus! Sofort! Jetzt bin ich, ey, möchte ich jetzt Hausverbot geben ohne Begründung, ne, junger Mann? Hier kannst du stehen bleiben. Hier kannst du stehen bleiben. Der König hier von der Straße. Oh, was ist das denn? Das ist brutal. Runter, runter. Hallo, ey, der hat gar nichts gemacht. Du schlägst mich nicht nochmal, mein Freund. Hör mal, das, was du dir erlaubst, ist aber dreist hier. Verstanden? Also, du schlägst mich nicht nochmal. Das ist ein alter Mann, der kann man doch gar nicht so angreifen. Weil ich überlegen werde. Das ist ein alter Mann. Wir haben nichts gemacht und er kann doch nicht mal das Hausverbot begründen. So geht der mit allen. Und die habe ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen wieder gesehen, also unweit des Pennymarktes, nur wenige Meter entfernt, in einer großen Gruppe von anderen Obdachlosen. Der 2 Meter Abstand hat da nicht so eine sehr große Rolle gespielt. Dafür war jede Menge hochprozentiges Desinfektionsmittel im Umlauf, was wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass Inge jetzt über all die Jahre sehr gut konserviert worden ist. Und was ich auch nicht wusste, und was auch nicht abgesprochen war mit den Kollegen, dass Inge tatsächlich auch in 2 Spiegel-TV-Reportagen aufgetaucht ist. Und das fand ich dann einfach großartig. In einer Seitenstraße liegt der Elbschlosskeller. Hafen für Gestrandete. Wer zu betrunken ist oder keine Bleibe hat, legt sich im Hinterzimmer ab. Nach 1,5 Jahren ist der Ausnahmezustand zur Normalität geworden. Also ich weiß auch nicht mehr, wann ich jetzt mal im richtigen Bett geschlafen habe, immer im letzten. Aber wie bitte? Das ist mein Schlafsack. Ich habe in der Karte gepennt, das macht nichts. Kannst du mir helfen? Ich wollte gehen. Wie? Was mir? Das ist seit dem Urlaub fertig aus. Das ist von mir. Was ist von dir? Wie wollte der General kommen? Ist dein Mann oder was? Bist du doof? Was ist das, Mann? Doch. Das ist nicht dein. Ganz ehrlich, ich frag's mal. Mittlerweile ist jeder 5. Obdachlose weiblich. Ein trauriger Fortschritt für die Gleichberechtigung. Jahrzehnte ohne Dach über dem Kopf. Wie hart das sein kann, weiß auch Jackies Freundin Inge. Inge ist eine Frau, die wurde früher hier auf den Strich geschickt. Also sie hat alles durch hier. Sie ist Ex-Hure vom Kiez. Danach hier Straße jahrelang. Und sie wird
So wie es mir tut, sie wird hier auf der Straße, genau hier auf dieser Straße, Hamburger Berg, wird diese Frau auch verrecken. Wie alt sind Sie denn? Ich werde 49. Meine Tochter ist 20. Ich habe mein Herz aus der Pauli verloren, meine Stimme im Klosser. Wer ist dein Lieblingscharakter, deine Lieblingsperson? Also außergewöhnlich war in jedem Fall auch der Mann, der die Kohlköpfe gekauft hat. Für, ich glaube, 9 Cent waren es pro Kilo. Und der dann auf einmal mit dem Taschenrechner vor der Waage stand und jeden einzelnen Kohlkopf dann aufaddiert hat. Weißkohl, so viel der Einkaufswagen trägt. Maximal 0,5 Centner darf der Hamsterkauf wiegen. Das muss berechnet werden. 3,044 plus 2,774 ist gleich 24,984, also fast exakt 25 Kilo, wie ich es ausgerechnet habe. Später hat er mir dann noch erzählt, dass er das sozusagen alles verarbeitet, einkocht und auf dem Haus wohnungseigenen Balkon auslagert und dass er auch einen Geheimtipp hat gegen Blähungen, weil er ganz viel Kümmel benutzt und wenn man das machen würde, dann wäre sozusagen alle Gefahr gebannt. Und der hat sich einfach damit letztendlich versorgt und eingedeckt. Und da finde ich auch wieder bemerkenswert, und das ist vielleicht, also wenn man überhaupt davon sprechen kann, auch ein Verdienst einer solchen Reportage, dass man einfach auch mal sieht, wie Menschen leben. Ja, weil das vergisst man in unserer Gesellschaft auch wieder, dass es einfach Personen gibt, die auch in einem Discounter, der wirklich sehr günstig ist, jeden Cent umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen und die sich überlegen müssen, ob sie das noch kaufen oder ob sie das nicht mehr können. Wenn andere Discounter längst geschlossen sind, kommen die meisten Kunden. Noch zwischen 10 und 11 Uhr abends kaufen hier rund 300 Hamburger ihre Lebensmittel. Also es gibt verschiedene Dinge, an denen ich absolut nicht gewillt bin zu sparen. Ja, ich kann gar nicht mehr ohne die Leberwurst sein. Ich hole immer Leberwurst rauf und runter, weil die so gut schmeckt. Ja. Also Speisequark, ich esse ihn sehr gerne, ich esse ihn zum Brot, oben drüber schön mit Zwiebeln drauf, ein bisschen Pfeffer und Salz, ist einfach wunderbar, wunderbar. Sehen Sie, sehen doch gut aus. Das muss den kochen, heißes Fett. Das ist ein Minutensteak. Verstehen Sie, Minutensteak und dann machen Sie das rein. 2 Minuten auf einer Seite, 2 Minuten auf der anderen Seite und dann rausnehmen. Also ich nehme das ja so wahr, dass diese Leute nicht vorgeführt worden sind. Aber ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Also ich würde mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, mir ist das immer vollumfänglich gelungen. Aber ich finde, man muss den Menschen in jedem Fall offen und ehrlich begegnen und sie ernst nehmen und respektvoll behandeln. Und es ist auch wichtig, diesen Menschen einfach mal ein Forum zu geben. Und ihnen auch die Möglichkeit einzuräumen, was zu sagen. Ja? Weil ansonsten kümmert sich ja niemand mehr um Randständige, um Obdachlose, um Menschen, die auf der Straße gelandet sind. Und das ist ja auch unsere Aufgabe als Journalisten, das einfach mal offen zu legen. Ob dann daraus was gemacht wird oder damit was passiert, das weiß man ja immer nicht. Aber einfach das dann so wegzuwischen und zu sagen, ja Gott, die geilen sich da nur drauf dran auf. Ich finde irgendwie, das ist nicht richtig. Das ist jedenfalls nicht meine Motivation bei der Arbeit. Wer ist Gerald? Und welche Rolle spielt er in dieser Reportage? Für mich war das immer so ein bisschen so ein Sonnenschein in der Reportage. Manchmal freut man sich ja auch als Reporter, wenn man so einen Protagonisten mal wieder sieht, weil der einfach gute Laune verbreitet hat. Und man sah so Gerald und dachte, ach, da kommt Gerald wieder. Ja. Und ich habe den, ich glaube, unzählige Male interviewt. In dem Beitrag selber ist dann nur, sage ich mal, ein kleiner Teil davon reingekommen, weil das vielleicht dann auch zu einem großen Raum eingenommen hätte. Aber der war immer so fröhlich und hat einem so ein bisschen das Herz geöffnet und es einem als Reporter auch leicht gemacht, weil es ist ja auch nicht mehr einfach, dann jemanden zum Interview zu überreden und der hat das aber freiwillig gemacht und sich dann einfach so ein bisschen dazugesellt. Und aber auch Gerald hatte dann seine lichten Momente und hat dann auch mal so ein Kurzresümee seines Lebens gezogen, also innerhalb davon wenigen Sekunden und dann ist er da auch zu dem Schluss gekommen, dass er in seinem Dasein überhaupt gar nichts erreicht hat.
Ist schon 30 Jahre her, so lange saufe ich. Die anderen, das kann man mit denen gar nicht vergleichen. Die haben Frau, Kinder, erwachsene Kinder, die schon wieder geht, ist schon Opa. Und ich, was habe ich geschafft? Überhaupt nichts. Gar nichts und überhaupt nichts. Eine amüsante Geschichte gab es dann nach der Ausstrahlung. Ich bin viele Monate später eines Abends hier von Spiegel TV nach Hause gefahren, Richtung Heimat, mit dem Auto auf die Reeperbahn und musste dann kurz vor dem Pennymarkt voll in die Eisen steigen, weil also Gerald aus Richtung Silbersackstraße kommt, torkelnderweise quer über die Straße lief mit freiem Oberkörper, halb heruntergelassener Hose da einfach irgendwie langschlenderte. Und es gibt ja manchmal so Bilder, die sich einem einfressen, ja, die man nicht mehr vergisst. Und das war so im Bild, weil er stand da sozusagen, wie Gott ihn schuf. Und hinter ihm war diese riesige Werbe-Videoreklame von Coca-Cola. Ja. Und so also Gerald dann davor und ist dann rüber, hat es dann geschafft, ohne dass er dann da plattgefahren wurde. Und das war dann das letzte Mal, dass ich ihn letztendlich gesehen habe. Auf St. Pauli enden Partys häufig erst im Supermarkt. Noch vor Tagesanbruch kann man auf der Reeperbahn einkaufen gehen. Nicht jeder Kunde ist noch so frisch wie das Obst und Gemüse vom Hamburger Großmarkt. Wir haben ganz viele Fragen von den Zuschauern. Was ist das für Musik? Warum wurde sie ausgewählt? Was kannst du dazu sagen? Ich habe mir tatsächlich in den letzten 30 Jahren quasi so ein Musikarchiv aufgebaut, auf das ich dann immer zurückgreife. In diesem Fall war es aber so, dass mir tatsächlich was vor die Füße gefallen ist, weil ich nämlich, als ich diese Pennymarkt-Reportage gedreht habe, meine damalige Freundin kennengelernt habe. Und die hat dann eines Abends für mich gekocht und im Hintergrund lief also diese Musik von Jean-Maria Testa. Und ich dachte, Mensch, das ist es doch, ich habe es gefunden. Und war keine Fehlentscheidung, glaube ich. Ne? Butter, Käse, Eier, Butter, Eier, Dose, Eier. Es gibt vier Teile dieser Reportage, warum gibt es nicht mehr? Das kann man sich tatsächlich mal überlegen. Man muss natürlich hier erstmal die Hürde bei der Rewe-Gruppe wieder nehmen. Ich weiß nicht, ob die da nochmal zu bereit wären. Das wäre einfach ein Versuch wert. Auf der anderen Seite, dieses Ding zu toppen, ist natürlich auch nicht so einfach. Und auch als Autor überlegt man sich, ob man sich da nicht selber auch so ein bisschen mit ins Knie schießt, denn die zweite Staffel würde ja immer auch zwangsläufig an der ersten gemessen. Und die Unbefangenheit, die Leute damals hatten, die geht natürlich auch ein Stück weit verloren, weil jeder, der dann im Pennymarkt als Gast ist, der kennt das ja wahrscheinlich einfach auch schon. Und ob man das dann nochmal so erzeugen kann, weiß ich nicht, wäre in jedem Fall vermutlich eine etwas größere Herausforderung. Aber ich denke mir, die Würfel sind da noch nicht gefallen und vielleicht tut sich ja da nochmal was auf. Und die Fangemeinde wünscht es sich ja auch, wie man hört. Mittlerweile gibt es ja auch eine Petition im Internet und ich glaube, schon fast knapp 2000 Unterschriften, nicht mehr weit davon entfernt, haben dazu aufgerufen, da nochmal diese Serie zu starten. Und da muss man einfach mal prüfen, was sich da für die Zuschauerfans machen lässt. Ja.